Die Hilfe war megamäßig. Ich verstehe, wie meine Familie denkt. Also ich bin an einem ganz anderen Punkt wie vor einem Jahr. Ich kann sagen, 180 Grad hat sich auf jeden Fall gedreht. Ich habe erkannt, das ist ein Prozess und man muss wirklich nicht da stoppen. Also das war schon krass. Bei mir ganz klar die Beziehung oder die Herausforderung mit meiner Mom. Vor allen Dingen, dass es, glaube ich, sehr viel Aufklärung erst einmal geben musste. Was ist gerade los? Und halt noch, dass jemand, ein Dritter da ist, der sagen kann, okay, wie sind die Standpunkte und wie kann der eine sich in den anderen reinversetzen? Allgemein die Beziehung. Schwierig, so ab und zu, aber ich muss gestehen, dass ich bin auch sehr überrascht, manche Probleme, dass ich gedacht habe, oh, ich habe das überwunden, aber eigentlich nicht. Ja, man denkt so, warum die Kinder sind solche Gedanken, Gefühle, und dann die Resultate, wer konnte nicht mehr einander etwas geben oder einander etwas mehr weitergeht. Ne? Da war immer eine Stoppe da, dass wir konnten diese Vergangenheit von Dingen von vorher zu klären. Zum einen Verständnis und zum anderen, wie es weitergehen soll natürlich. Also das Zusammenleben, wie das aussehen soll. Bei mir war es, dass man ja einander versteht auch, also Verständnis, und dass auch wieder Harmonie herrscht sozusagen in der Familie, dass man wieder normal einfach Sachen machen kann und reden kann und so. Mehr selber daran arbeiten, wahrscheinlich, ja. Also mir hat es halt geholfen, klar, mir hilft es auch, mit den Leuten zu reden, die Gespräche haben mir auch geholfen, aber das eigene Verständnis zu sehen, warum bin ich so und warum reagiere ich so, fand ich gut, weil das war sehr hilfreich für mich, weil dann weiß ich, wie ich zum Beispiel anders reagieren kann oder mich einstellen kann auf Sachen. Ich habe erkannt, dass das ist ein Prozess und man muss wirklich nicht da stoppen. Du warst dabei, wenn ich hatte mit Gregor geredet, mit Iris, dass viele Dinge, dass du konntest klar machen, dass du konntest uns mehr, wie sagen wir, logisch, Richtung geben. Wenn ich hatte geredet mit Gregor, zu dem Punkt zu kommen, nicht so viel so. Mit Iris auch, das war sehr wichtig für mich, dass du warst dabei. Dass wir konnten reden mehr ohne so viele Emotionen, was direkt so mit den Menschen, ohne so viel Vergangenheit alles zu bringen, weil das war oft so, bringt so viele Dinge, dass man konnte in dem Moment nicht erklären. Das war notwendig, dass eine dritte Person war da. Und das Schiff, das du hast gemacht, war so gut für mich, so verstehe viele Dinge, ich verstehe, wie meine Familie denkt. Die Hilfe war megamäßig, also die Hilfe selbst, dass man da an die Hand genommen wird, um sich irgendwie zu verständigen, dann die Klarheit irgendwie zu schaffen und natürlich gleichzeitig auch, wie wir miteinander reden müssen oder sollen, damit wir uns auch gegenseitig verstehen, damit jeder sein Teil einbringen kann, ohne dass man irgendwie von mir aus zu emotional oder denkt, man kommt zu kurz oder sowas. Und das mit dem Schiff auch, also diese Rollenverteilung, es war auch wie so eine Überraschung, weil man da gar nicht irgendwie dran denkt, dass man irgendwie, dass jeder irgendwie in der Rolle drin ist und dass man darauf auch achten kann oder weiß nicht, dass einfach die Sicht verändert, wenn man einfach daran denkt, so okay, was für eine Rolle hat denn jeder Einzelne denn angenommen? Das hilft auch nochmal,
einiges zu verstehen oder vieles zu verstehen. Also das war schon krass. Ich blicke positiver in die Zukunft. Also jetzt weiß ich, wie muss ich mit einzelnen Leuten reden, dass wir uns auch beide verstehen, dass jeder seinen Standpunkt sagen kann, dass wir uns dann irgendwie am Ende einig werden, was auch daraus resultiert, vielleicht so ein bisschen so was jetzt auch so die Herausforderung ist, so dass mich das schon jetzt in den Fingern juckt, so ja, wieso denkt die Person so, und da interessiert mich dann zum Beispiel schon so viel die Vergangenheit von meinen Eltern. Das kommt ja nicht von irgendwo. Und das ist ein persönlicher Wunsch, aber auch die Herausforderung für mich, so einfach mal auch nachzuhaken und nachzufragen, so ja, wie war das denn bei dir in der Kindheit oder wie hast du das so erlebt oder warum, ja, wie war das oder wie waren die Eltern bei dir oder. Aber ich habe jetzt auch jetzt nicht das Gefühl, als würde ich irgendwie noch irgendwas in mir tragen, was jetzt raus muss. Und wenn was da ist, dann versuche ich sofort mit der Person zu sprechen darüber. Also ich bin an einem ganz anderen Punkt wie vor einem Jahr. Ich kann sagen, 180 Grad hat sich auf jeden Fall gedreht. Jetzt ist wieder so das Gefühl wie früher, so als ich jünger war und so, wo ich mir immer so dachte, als ich halt jünger war, gab es natürlich immer verschiedene Zeiten, aber es gab oft so Zeiten, wo ich mir denke, oh, ich bin so dankbar, dass ich so viele Geschwister habe, dass ich Eltern habe und so, und dass wir immer so viel Spaß haben und dass ich so eine lustige Familie habe, also wirklich dieses Dankbarkeitsgefühl. Und jetzt erinnere ich mich wieder dran und fühle das auch 100% wieder so. Ich freue mich immer, wenn ich mit meiner Familie was mache, und ich tue auch die Zeit immer wertschätzen. Vor allem, vielleicht, weil ich jetzt auch nicht mehr zu Hause wohne und so, aber ich denke mir so, oh, richtig cool, dass ich so eine Familie habe. Einfach, ja, ganz anders. Die anderen Pluspunkte bringen auch vielleicht das bisschen mit, dass es immer noch ein paar Punkte gibt, vielleicht, die ich noch ausweiten könnte, weil ich mag es eigentlich schon, die Tiefe in den Sachen, damit ich diese Connection mit einer Person noch weiter in die Tiefe zu gehen. Vielleicht, dass ich mir dann, ja, sollte ich mir auf jeden Fall aktiver die Zeit nehmen, mit einzelnen Personen tiefer in die Sachen zu gehen und dann nicht dieses Ignorieren, okay, aber vielleicht so ein bisschen mehr dahinter gehen, okay, was will die Person damit wirklich sagen oder was fühlt denn die Person jetzt gerade oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, das noch ein bisschen ausgeweitet werden muss, ja. Manche Dinge, die waren immer gegenwärtig, aber wegen Alltags und so, man geht nicht ganz bewusst da und arbeitet man nicht ganz, ja. Aber dann kommen immer wieder, weil es muss weitergehen und ja. Die Herausforderung ist mit mir selber, dass ich die nötige Disziplin nicht ganz da bringe und so. Aber ich habe diese starke Gefühle, dass, naja, das ist der Weg. Ja, die Probleme müssen da gelöst werden, sachlich und mit allen Mitteln da und ja. Ich bin verantwortlich für meine Familie, nicht alleine, aber. Ja, zu hören, Iris, Gregor, das war unglaublich. Für mich, das war wirklich notwendig, das alles, diese Konversation, dass sie finden den Weg, ne? Das war wichtig für mich. Und für mich auch, finde meinen Weg mit beiden zu reden, so unser Beziehung auf eine andere Ebene gehen. Ich konnte sehen, dass, wo war ich, meine Fehler, von den beiden auch so zu bekommen, das Gefühl, dass sie hat viele Dinge verstanden. Also ich fand es natürlich super, dass das online alles so gut klappt, dass dann da auch so die Distanz so fast irgendwie keine Rolle mehr spielt, aber nur fast. Und
Ja, das, also ich glaube, das merkt man schon, wenn man so, wenn man so irgendwie, wenn du und Janine, wenn ihr so irgendwie so ein bisschen so jüngere, dynamischere so Gruppe seid, dann merkt man das schon. Dann kann man so sagen, so ja, hier wollen wir mal hier machen oder wollen mal da, so ein bisschen auch so diese Spontanität, das fand ich ganz gut. Und was natürlich immer eine Herausforderung ist, ist, mit was für Leuten man zusammenarbeitet, auch mit der Sprache und so. Und ich denke, dass ihr auch jetzt, ich nehme jetzt mal meine Eltern, ich denke, dass ihr die auch ganz gut verstanden habt, trotz von mir aus Sprachschwierigkeiten oder also obwohl manche vielleicht so schwer haben, es sich auszudrücken, da nehme ich mich jetzt nicht raus. Da habt ihr das, seid ihr schon gut damit umgegangen oder habt das gut verstanden? Kritik habe ich keine. Das mit der Gruppe fand ich auch gut, dass wir da die Gruppe hatten und die reinschreiben konnten. Ja, auf jeden Fall gut. Doch besser als ich dachte. Vielleicht. Genau, was ich auch sehr gut fand, ist, dass wir diese Einzelgespräche auch mal hatten, dass ihr auch auf jeden Einzelnen eingegangen seid. Also ich weiß nicht mit den anderen, aber ich hatte ja auch mal einen Anruf von der Janine. Und ja, das war einfach mal gut, weil ja, man fühlt sich so, als würdet ihr echt verstehen wollen, was für eine Charaktere wir alle sind und wie wir dann alle zusammenarbeiten müssen, also harmonieren sollen, ne? Also das fand ich wirklich sehr gut. Alles war eigentlich gut. Also ich habe ja alles, fand ich gut. Die Arbeit war sicher gut. Ich habe festgestellt, dass ich muss wirklich meine Wege gehen. Und zwar nicht nur jetzt wegen die Coaching und überall ist so, auch bei der Arbeit, manche Dinge funktionieren nicht und die kommen nicht weiter, weil ich muss meine eigenen Dinge da, wie ich am besten mache und wie ja, zurechtkommen und so. Ihr macht wirklich gut und ja, das ist empfehlenswert und ja, ich freue mich, das euch kennengelernt zu haben. Ja. Manchmal direkt, sehr direkt, hatte mir so, oh, aber war gut. Ja, aber zusammen gut, gut Kompliment, gut zusammengebracht. Ne? Und in der Ende, ich konnte endlich mit meinen Kindern reden, sie konnten verschiedene Punkte, was sehr wichtig, von meiner Seite auch, zu sehen, die beiden mit den anderen Augen. Das war sehr wichtig, ich finde es sehr. Sehr schön, dass wir konnten individuell mit euch reden. Ihr konntet vorschlagen, was, das war sehr gut. Naja, grundsätzlich für die Herausforderungen jetzt haben, die wir jetzt hatten oder haben, grundsätzlich. Und halt so Familien vielleicht, die auch so wie wir nicht gerade zusammenleben oder so irgendwie. So über Zoom ist ja dann ganz, ganz, ganz cool. Was ich gut fand und ich glaube, das hat auch auf jeden Fall das Resultat beeinflusst, ist, dass jeder damit einverstanden war. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich reagiert hätte, wenn ich eigentlich gesagt hätte, nee, ich will das nicht machen. Und was ich auch gut fand, ist, dass ich weiß auch nicht warum, dass jeder finanziell beteiligt ist. Ist egal inwiefern, aber wenn jeder finanziell beteiligt ist, dann hat man ein bisschen mehr dieses Verantwortung, okay? Wenn was ist, wenn es schlimmer wird bei uns, du weißt Bescheid, dann kommen wir zu euch. Ja.